Mexiko ist das Ursprungsland des Mais. Allein in der Region Oaxaca im Süden des Landes zählt man mehr als 150 lokale Sorten. Diese große Artenvielfalt ist ein universeller Schatz, der das von Millionen mexikanischen Bauern gepflegte genetische Reservoir des Mais enthält. Este maíz es para la familia. Sí, para la familia nada más. Hace tortillas. Pero este siempre se de este tamaño, de este así limpio, se recoge para semilla. Para el otro año. ¿Nunca compra semillas afuera? No. ¿Te intercambia? Sí, creo que de la antigüedad. Um die Vielfalt seines Mais zu schützen, hat Mexiko transgene Kulturen verboten. Dagegen hat das Land im Rahmen des mit den USA und Kanada abgeschlossenen Freihandelsvertrages nichts gegen den massiven Import von amerikanischem Mais tun können, der zu 40% gentechnisch verändert ist. Der amerikanische Mais, der ausschließlich zum Verzehr für Mensch und Tier bestimmt ist, bedroht die einheimische Produktion. Der großzügig von der Regierung in Washington subventionierte industrielle Mais, wie man hier sagt, wird zum halben Preis des traditionellen Mais verkauft. Dr. Elena Alvarez hat ein Experiment mit einer heimischen Blume durchgeführt. Sie hat dasselbe Gen in verschiedene Exemplare der Pflanze eingesetzt und dann deren Wachstum beobachtet. Selbst bei zwei genetisch identischen Pflanzen, also deren Genom identisch ist, bei denen alle Chromosomen genau gleich sind und dasselbe Transgen haben, nur dass es sich an verschiedenen Stellen befindet, kann sich bei der Analyse des Phänotyps, also der Blütenform dieser Pflanzen, ergeben, dass einige von ihnen mit der heimischen Art identisch sind. Sie haben eine normale Blüte mit vier Blütenblättern und darunter vier Kelchblättern. Andere Blüten sind dagegen aberrant, weichen von der normalen Form ab. Sie haben eine untypische Behaarung, seltsam geformte Blütenblätter und einige dieser Blüten können sogar ganz verunstaltet sein. Der einzige Unterschied zwischen dieser Blüte und dieser, die aussieht wie die heimische Art, ist die Anordnung des Transgens, das an anderer Stelle eingefügt ist. Warum ist das besorgniserregend? Gelangt dieses Saatgut in Mexiko in die Umwelt, setzen sich sehr wahrscheinlich die Transgene in die Genome der einheimischen Arten ein. Das lässt sich nicht verhindern. Ist dieses gentechnisch veränderte Saatgut einmal in die Umwelt gelangt, kreuzt es sich mit den heimischen Arten. Das ist unvermeidlich, weil die Maispollen durch den Wind übertragen werden. Die genetische Basis des einheimischen Mais kann dazu führen, dass sich ein und dasselbe Transgen unterschiedlich auswirkt. Buenos días, los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las irregularidades que se están produciendo actualmente en el maíz, sobre todo por la contaminación por transgénicos. Aldo González leitet eine indigene Organisation. Seit zwei Jahren führt er eine Informationskampagne in den Dörfern von Oaxaca durch. Die von Dr. Elena Alvarez geäußerten Befürchtungen wurden vor Ort bereits bestätigt. Yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto. Opa, estas no son. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta pues tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así. Digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso están saliendo tres jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín,
porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Könnte dies eine Strategie von Monsanto sein? Was man nicht durch legale Aussaat von gentechnisch verändertem Mais erreicht, erreicht man eben durch absichtliche Kontamination. Daran haben wir tatsächlich schon gedacht. Wenn das Ursprungsland des Mais gentechnisch verunreinigt ist, was macht es danach aus, wenn der Rest des Planeten ebenfalls verunreinigt ist? Das nutzt allein multinationalen Unternehmen wie Monsanto. Wie hat Monsanto auf die Veröffentlichung des Artikels von Ignacio Chapella über die mexikanische Verunreinigung reagiert? Die krummen Touren von Monsanto und die Entlassung des Professors von Berkeley. Verfasst von Jonathan Matthews, der GM Watch leitet, einen Informationsdienst über GVOs, mit Sitz in Südengland. Am Vorabend der Veröffentlichung des Artikels in Nature hatte eine gewisse Mary Murphy eine E-Mail-Nachricht geschickt, die AgBioWorld an tausende internationaler Wissenschaftler weitergeleitet hat. Sie schrieb: Bestimmt werden die Aktivisten das Gerücht in Umlauf bringen, der mexikanische Mais sei von den Genen des GVO-Mais verunreinigt. Gleich am Tag darauf schickte eine gewisse Endura Smetacek eine zweite Mail-Nachricht mit der Betreffzeile: Chapella, zunächst Aktivist, erst dann Wissenschaftler. Eine reine Schmierenkampagne. In den ersten Tagen geschah Folgendes. Zuerst einmal waren da Murphy und Smetacek. Dann meldeten sich andere zu Wort. Wir müssen Nature mit einer Gegenkampagne überschwemmen. Wir müssen dem Herausgeber der Fachzeitschrift sagen, dass diese Forschungsergebnisse falsch sind. Wir hatten Smetacek und Murphy schon seit einiger Zeit verfolgt, weil wir herausfinden wollten, wer sie waren. Bei Smetacek konnten wir die technischen Daten der E-Mail ansehen. Da steht erhalten von und dann eine Internetprotokolladresse. Gehen wir dann zu einer Website-Registrierungsseite, brauchen wir nur noch die IP-Adresse zu kopieren. Name der Organisation: Monsanto Company mit Sitz in St. Louis. Mary Murphy hinterließ Spuren, durch die wir herausfinden konnten, wer sie war. Das hier sind die Informationen, die Mary Murphy geschickt hat. Hier die IP-Adresse: bw6.bivwood.com. Wir fanden schnell heraus, das war der ursprüngliche Name einer PR-Agentur, die sich The Beavings Group nennt. In ihrer Kundenliste Monsanto. Es war eine Internet-PR-Firma für Monsanto. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios. Onde a gente possa produzir mais, com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Der Kampf dieser Familien ums Überleben betrifft uns alle. 2007 beschäftigte Monsanto in etwa 50 Ländern 18.000 Mitarbeiter. Sein Aktienkurs an der Börse stieg und stieg und der Gewinn des Unternehmens betrug $1 Milliarde. Unter den Aktionären finden sich Rentenfonds, Banken, aber auch Hunderttausende von Kleinaktionären. Chris Horner. Hallo, Christopher Horner. Hier spricht Marie-Monique Robin aus Frankreich. Sie sind wirklich sehr beharrlich. Aber wir haben mehrmals über Ihr Anliegen gesprochen und bleiben bei unserem Standpunkt. Es gibt für uns keinen Grund zur Teilnahme. Wir haben den Verdacht, dass die Darstellung nicht positiv wäre. Sie verstehen also.